mal gespannt, ob ihr das erkennt, was ich mache. Das wird schon schwierig. Viel Spaß. Ich anfangen muss mit Malen. Also quasi. Was zur Hölle? Was ist das? Ja, du hast meins, ich schwör. Nein. Nee, falsch rum. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, nein, was nein. Was ist? Nein! Nein! Ich glaub, ich hab's noch geschafft. Na, oh, Kacke, ich erkenn's ja selbst nicht, was ich hier zeichne. Oh, das war warm. Langsam, ich bin so langsam. Okay. Okay, das erkenne ich aber. Ich habe das Gefühl, wir machen das alles gerade sehr tagesaktuell. Ich, also, oh, verschrieben. Ich hab's gerade verwechselt. Oh, das wird gut. Oh, oh Gott, ich habe was ganz anderes draus gemacht, weil ich das Wort verwechselt habe. Ach, du wolltest eine Gehaltserhöhung. Ah, hier ist deine Kündigung. Okay. Wow! Ey, das ist super gezeichnet. Danke. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung, was der Künstler mir damit sagen wollte. Okay, dann. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie das diese Sportart heißt, mit der ich es verwechselt habe. Naja, vielleicht wird es mir vielleicht jemand von euch sagen können. Hä, ich kann mich nicht an eine Sportart erinnern, die wir gemacht haben. Ich habe auch keine Ahnung, was das geht. Was? Sport? Okay, ich bin gespannt. Und, was ist es? Es könnte die Nummer gewesen sein. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, was das sein soll. Ja, Vogelhaus. Das ist so ein Insektenhotel. Ja, jawohl. Ja, toll. Ich hab was. Kletterhauswand. Ja, genau. Das ist schon die Story. Ach, das sollte das sein. Jetzt erklärt das einiges. Okay. Laura. Ja, pass auf. Und ja, und wie heißt das Spiel, was ich jetzt mit dem... Nee. Das ist an der Hausseite. Ja, und pass auf, was an was ich werde sehen, an was ich gedacht habe. Bohlen, jawohl! Ja, genau, Alter, genau! Zwei Leute spielen Ball vor einem Haus. Fast richtig. Ja, von Insektenhotel zu zwei Leute spielen Ball. Sehr schön. Ah, ja, okay. Hm. Warum erkennt man nicht den grünen Fuchs? Und warum ist Laura so geierig darauf? Kai schwitzt unter der gemeinen Sonne. Ja gut, ob das jetzt Kai ist. Da kann man noch Kairos erkennen. Hey. Ja. Wie ja alle wissen, habe ich braune Haare. Er hat sich das selbst erkannt. Jemand schwitzt hart. Hart. Aber, also, das bin ich immer noch, ja? Also, schwitzen auf jeden Fall. Oh ja, da sehe ich mich. Der Rücken, du hättest noch die Rückseite machen müssen. Ich find's auch schön, die Tropfen... Wie die Arme ausbreitet. Ja, ich find's auch schön, dass da so Tropfen auf dem Boden so richtig sind, also so richtige Seen, ja. 40 Grad im Schatten. Jo, da ist weder ein Schatten noch Grad. Das war eine Interpretation. Hm. Das ist ein PC. Ja. Eine Grafikkarte. Okay, offener PC. Okay. Sollte eigentlich ein Gaming-PC mit diesen super Glas-Dingern drin sein. Ich wusste nicht, wie ich das zeichnen soll. Ja, du das mal gucken. Ah, okay.
Da ist immer viel von der Hightech übrig geblieben. Hab ich nicht gecheckt. Stromkasten mit rote, gelben, grünen Kabeln. Ahnung. Oh, das hat er von Among Us. Ja, da habe ich auch dran gedacht, aber nein, so, nee. Das habe ich, hab ich Freestyle gemalt. Drei bunte Drähte in einem Stromkasten. Die sind nicht bunt. In einem Stromkasten. Ja, ich wollte es nicht so ausführlich schreiben und dann hätte ich so Komma gemacht und so und ich mache ja nicht die Laura. Ja, du machst nicht die Laura, ich habe keine Kommas gemacht. Okay, was soll das sein? Das ist eine Ziege, die hat einen Ziegenbart. Sie leckt, sie leckt an der grünen Bombe. Okay. Okay. Das, klar, das Lustige ist, dass es perfekt durchgekommen ist. Na, geht doch, Marco, geht doch. War mir nicht sicher, ist mein ein Schaf oder eine Ziege? Ja, Ziegenbart. Ganz Marco, meine. Ich bin wieder viel zu detailliert. Oh, ist doch scheiße. Ist doch perfekt, läuft doch. Eine Ziege, die an einer grünen Leckt, leckt. Ich dachte, an einer liegt oder leckt. Eine legt. So geile Hörner, so geile Hörner. Ja, ist eine Ameise eigentlich. Ja, leider falsch, ist mir aber nicht aufgefallen. Das ist so gut. Guck mal, wie perfekt. Wo ist die grün? Oh, fuck. Ja. Ich musste eine Stunde überlegen, ob es jetzt leckt oder legt heißt. Werkzeuge explodiert. Oh, ja, nee. Wo explodiert die Laura? Ich bin die Laura. Gerade eben reg ich mich noch auf über dich, aber selber bin ich selber. Wieso habe ich mich aufgeregt, Junge? Nee, also für dich dein ganz normaler Puls. Warte, warte, warte. Nein, ich wollte das speichern. Ja. Die Welt brennt. Ich dachte, die ganze Welt ist Deutschland. Ah, ich dachte, das ist die Umkehrung der Dings. Ich weiß, 40 in Europa. Ah, das Team in Afrika. Das Gradzeichen ist nicht mehr hingekommen. Warum minus 10? Das ist Wüste, gelb. Deswegen. Wüste. Wieso minus 10 und wieso 40? Das ist Spaß. Okay. Interpretation. Oh, wow. Was ist das Blaue? Klimawandel? Afrika minus 10 Grad. 40 Grad. 40 Grad. Graf. Keine Ahnung. Also, okay, mein Gemälde fandest du jetzt gut, ja, weil du wow gesagt hast, oder? Ja, ja, fantastisch. Schneemann schmilzt bei 40 Grad. Oh, und was war, hat der hier? Ja. Ja. Hm. Was ist das? Wie kommt denn das auf den Berg? Was ist das, Colli? Da ist ein Amboss auf den Typ gefallen. Nein, die Striche sind, dass die hoch, dass der Amboss hochfliegt. Ich wollte noch oben mich in meiner Zeit um. Das stimmt allerdings. Ich hab mich ja, nämlich noch vertippt, deswegen. Okay, da ist Hulk, sein Vater eben dabei, die Gegend zu demolieren. Was denn? Einer läuft um eine Ecke und wirft einen Amboss auf den Kopf. Ja, ich wollte das auf den Kopf noch wegmachen. So ein mega Sack aus der Hose raus. Er kniet sogar drauf. Oh, ich habe die Verbindung verloren. Jemand anders ist jetzt Chef, oder? Nee, okay, nee. Geil. Okay. Böser Boah. Mensch lässt Amboss von einem Berg fallen. Berg. Das, ich weiß nicht, was ist. Der geht um die Ecke? Guck mal, wie froh der über den Amboss ist. Richtiger Gangster, ey. Hat direkt, der hat direkt einen Steifen, sieht ihr? Ah, das sind die Arme. Scheiße, ja, das sind die Arme. Wütender Wanderer wirft Amboss von Gipfel herunter. Scheiße, das kriege ich gar nicht hin. Das ist mir viel zu kompliziert. Was Augenbrauen ausmachen, das ist ja fantastisch. Die machen aus einem schlecht gelaunten einen bösen Menschen. Entschuldigung für das, was jetzt kommt. Okay, besser ging's ja in der kurzen Zeit. Kacke, aber es ist okay. Es ist okay, man erkennt's. Alles cool. Ach, du Scheiße. Was? Okay. Oha, was ist das, Alter? Voll gut. Was?
Das war Kai bestimmt. Was? Was ist das? Oh, das ist... Was ist denn das? Wie heißt denn das? Also ich glaube, Anton hat meins. Wieso? Weil du so reagiert hast. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob du auf was Spezielles hinaus wolltest oder ob es genau das sein soll, was es sein soll. Ne, dann ist es doch nicht das. Aber das ist cool gemacht. Ich weiß nicht, wer da, was das ist. Wenn die Leiter so laut ist unterm Tisch. Was macht... Ich frag nicht nach, was dein Ventilator unter deinem Tisch macht. Nein, ich hab verschissen! Okay, das müssen wir uns jetzt ändern. Ich könnte ihn auch auf meinen Tisch stellen, dann würde er mir aber direkt ins Gesicht da. Aber warum... Naja. Weil ich ganz ohne Ventilator nicht hier sitzen will. Aber unter dir, Laura. Nicht dir... Ach, du bist so blöd. Nee, das hast du doch gesagt! Nein! Es ist nicht ganz fertig, aber man sollte erkennen, was es ist. Gut gezeichnet. Aber ich sag dir, du wirst nicht das Richtige daraus erkennen. Oh nein, ich habe das Wichtigste vergessen bei dem, was ich gemalt habe. Ich hab geschrieben wie Koldus! Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Bitte erkennt es, bitte! Oh Gott. Okay. Das ist eindeutig gemalt. Geil. Schön gemalt. Also sehr, sehr einfach und eindeutig. Das gleiche kann ich sogar auch sagen, ja. Oh, Gott sei Dank die letztere. Schön, schön. Gute Runde. Ja. Oh, Damon ist bei Standby. Standby. Was ist mit dem Rest passiert? Alter, was mit dem Rest? Was ist mit deiner Zeit passiert, Junge? Nein, ich meine nicht das. Das muss man zuerst malen und dann erraten. Jetzt haben wir das gemacht, ja. Vielleicht wirst du verstehen, was ich meine. Ja, es wird immer weniger, genau. Genau so fängt es an. Aber South Park halt. Ja. Wird er kann. Kennt jemand keinen South Park? Das war der einzige, an den ich mich halbwegs erinnern konnte. Hier ist es halt, ich für South Park, das war halt nur Kenny, ja. Wir brauchen einen neuen Kenny. Oh. Geil. Okay, okay. Ah, aber das Instrument ist ein bisschen anders geworden am Ende. Eine Katze, die Klavier spielt. Ich habe zu lange fürs Klavier gebraucht. Die Katze sieht ein bisschen schäbig aus. Ich wollte Outro malen. Ich habe es nicht hingekriegt, so schräg leider. Oh, krass. Katze spielt Klavier, hört sich gut an. Wo hast du das gehört? Hörst du das nicht? Nee, die berührt nicht mal die Tasten. Hocker, die sitzt. Die berührt nicht mal die Tasten. Nicht mehr. Die hat gerade richtig schön. Die wollte No Look tippen und hat verkackt. Ich sag's dir. Oh, Marco. Krass. Das ist aber keine Katze. Hä? Was? Rote Katze spielt Klavier. Es ist eine Katze. Ja, sehr gut. Also, was ist denn bei dir, wenn ich hoch scrolle? Das ist ganz schön groß, die Katze, oder? Ja, aber wir gehen. Lux. Wenn du so kritisierst, scrollen wir doch mal hoch zu deiner Katze. Wir sind nicht nur fertig geworden. Alle. Wir sind nicht nur fertig geworden und haben genau das Gleiche am Ende wieder gespiegelt. Wir haben sogar noch Farbe dazu gebracht. Ja, also sehr gut, nice. Ihr beiden, sehr gut. Servus. Moin. Oh. Oh nein. Oh, wie heißt denn der nochmal? Das kleine Maulwurf. Ja, der kleine Maulwurf liest Zeitung. Ich hab verkackt. Ich wusste auch nicht, dass das der kleine Maulwurf ist. Das soll Wolverine. Kein Pulli sein, das soll kein Pulli sein, sondern Erde. Das ist ein Dick da. Ja. Das ist ein Dick da mit Hand. Maulwurf. Ja! Halbwegs. Oh nein, ich bin die Einzige, die es wieder verkackt. Klar.
Oh, ja, es sieht aus wie eine Ente. Das sehe ich nicht als Maulwurf. Auch Maulwurf, auch Maulwurf. Stacheln geht durch graue Tür. Ja, wenn das so eine Zeitung ist. Tür, Alter. Du willst jetzt wissen, was Maulwürfe für Pfoten haben. Das ist aber eine kleine Tür. Dieses Entenviech, das Eier legt. Schnabeltier. Ja, aber das ist ja dann... Ich habe versucht, mich irgendwie dann zu lernen, was Maulwürfe für Füße haben, aber ich habe nie gesehen. Ja. Es war sehr weit, ja. Currywurst mit Pommes. Ja, geht doch! Oh, das ist... Oha. DeMarco. Also, drauf bekommst du erst. Das sieht auch Currywurst mit Fritten rot-weiß. Nice. Fritten rot-weiß. Nice. Was ist das in der Mitte? Das ist die Wurst. Ja, für die Currywurst. Das ist doch ein Brot oder eine Flöte. Ich hätte auch erst ein Brot gemacht. Wurst mit Pommes rot. Ja, wir verstehen uns. Das ist gut. Das ist eine Flöte. Was ist mit dir, Junge? Ja. Doch, in Berlin ist das eine Currywurst. Okay. Ich glaube, die wird in Berlin nicht durchgeschnitten. Aber Fred in Rot-Weiß. Hier habe ich verschissen. Oh, ich Löffel sticht Gabel mit kleiner Gabel ab. Was für eine Gabel, Junge. Das habe ich dann erkannt, ja. Löffel sticht eine Gabel in eine Gabel. Aber auch nicht schlecht so. Habe ich gar nicht geschnallt. Ich dachte, einer hat das Männchen verkackt. Wütender Mann sticht Gabel mit einer Gabel. Geil. Am Ende war es nur noch die Gabel. Was ist das? Ich wollte zeichnen, dass... Ja, ich wollte zeichnen, dass zwei Hocker rassistisch sind und andere Stühle fertig machen. Mein Gott, du bist so Psycho. Aber. Zweimal Hocker und einsmal Stuhl sind glücklich. Aber der Stuhl ist nicht glücklich. Der ist doch. Der hat gar nicht geguckt. Ich wollte einen Tisch gemacht. Aber der lächelt. Der Stuhl. Die Familie Hocker und Stuhl. Oh. Willst du heute alles verkacken? Wer sagt, dass das eine Familie ist? Sehen die sich ähnlich? Weiß ich nicht. Was soll ich so machen sollen? Na, wäre ich wieder zu ausführlich gewesen. Wäre auch nicht schlecht. Guck mal, der hat sogar einen Bart. Sogar ein Baby. Alter, das ist ein Vaterhocker. Das ist eure Familie, oder? Der Kleine warst du mal, dann Mama, Papa und Marco, der Riese rechts. Stuhlhocker-Familie, vier Personen. Sind das wirklich Personen, Marco? Okay. Vier Objekte.